Ich nehm dich heute in mein Leben auf. Nehm ich dich mit auf meinem Rollercoaster. Scheiß auf den Sprit, ich brauch nur dich, weil heute bist du mein Motor. Und wenn du willst, nehm ich dich mit auf meinem Rollercoaster. Scheiß auf den Sprit, ich brauch nur dich, weil heute bist du mein. Hast du die Couch selber bemalt, he? Ja, das ist ein Jugendwerk von mir, habe ich in der Volksschule damals bemalt. Die, sehr schön. Ist schon trocken. Couch, ja, war an sich eine Wittmann-Couch in Weiß und Leder. Sehr gut. Ich habe es ein bisschen verbessert. Ja? Wertsteigernd. Gefällt mir nicht schlecht. Solltest du hauptberuflich machen? Ja, mein Vater war ja Möbeldesigner. Wirklich? Ja. Okay. So, die künstlerische Ader. Sehr schön. Na, wie ist das bei dir? Kommt eine musikalische Familie? Der einzige Musiker in meiner Familie, und das finde ich aber steil, war mein Uropa, der hat im Stummkino, was es Stummfilme gab, Klavier dazu gespielt. Echt? Das ist ja cool. Die Stimmung vom Film aufgegriffen und Klavier live dazu gespielt. Ja. Ja, ich habe mir schon gedacht, wie du gesagt hast, Stummfilme, hat die Stummfilme synchronisiert. Er hat sie synchronisiert, ja. Lip-Sync ohne Worte dabei, ne, quasi. Nein, das war ein Musiker. Der hat aber nicht Leblé geheißen, schätze ich mal, ne? Das ist sicher. Doch. Das ist mein bürgerlicher Name, das weißt du doch, oder? Ja, selbstverständlich, ja. Ich heiße privat Elvis Presley. Ja, ich wusste, du lebst noch. Ja. Ich habe mich ja, was ich ja sonst selten tue, tatsächlich vorbereitet ein bisschen auf das Gespräch. Sehr gut. Ich interessant. Nicht. Pass auf. Pierre Guillaume Frédéric Leblé. Oh. Sag das nicht. Was fällt dir dazu ein? Mein Studium. Mein abgebrochenes Studium. Was hast du studiert? Politikwissenschaften. Okay. So, schon das, nicht weiter recherchiert. Nee, ich habe gelesen, das ist ein französischer Sozialtheoretiker aus dem 19. Jahrhundert. Genau. Ich habe nach der Schule, ich war untauglich, Gott sei Dank. Und bin dann halt ein Jahr studieren gegangen, weil ich dachte, es interessiert mich. Und habe in der Zeit schon gewusst, das mache ich nicht weiter, aber ich habe einen Künstlernamen gesucht. Mhm. Und dann kamen die ganzen, so jede Vorlesung, ein wichtiger Sozialtheoretiker. Mhm. Marx, ich habe gedacht, Julian Marx, na, ist nix. Dann kam irgendwann Leblé, Julian Leblé, ja, das klingt gut. Julian Stalin kommt doch nicht so gut rein. Ja, kommt auch nicht, gab ein paar andere, die nicht so gut rübergekommen wären. Aber das war recht neutral. Ich überlege gerade, ich habe Publizistik studiert, aber auch natürlich erfolgreich abgebrochen. Ja. Jetzt überlege ich gerade, könnte mich Clemens Adler nennen oder schön, Clemens Pulitzer. Wärst du eher so ein Skispringer. Aber ja. Na, ich dachte eher an den Viktor. Ja, nein, ich bin ja. Ja, geil. Du, es gibt ja auf deinem aktuellen Album Zugvögel die Themen Hoffnung, Zusammenhalt und Träumen, Zukunftshorizont. Zugvogel ist ja so ein romantischer Begriff. Was ist denn für dich jetzt im alltäglichen Leben ein Zugvogel? Ich habe das Album geschrieben, das ist der letzte Titel, das ist auch ein Lied auf dem Album gewesen, der gekommen ist. Und wie ich den geschrieben habe, wo sich so wird das Album heißen, das ist eine Art, für mich eine Art Lebensphilosophie geworden, ein Zugvogel zu sein. Was es sind Menschen, die sich nicht so sehr aufs Schicksal verlassen, sondern die sagen, ich habe es in der Hand, wenn es mir schlecht geht, ja, wenn ich gerade nicht eine Glückssträhne habe, wenn es nicht passt, wenn irgendwas nicht stimmt, dann mache ich was. Wie machst du das? Du kannst ja schlecht, wenn da was nicht passt, einfach in den Süden fliegen. Aber was endest du da? Das ist auch eher metaphorisch gemeint. Ja, habe ich schon verstanden. Aber das war dann wirklich, wie ich mit dem Album auf Tour war, habe ich das immer wieder gesagt, Zugvögel, was bedeutet es? Ja, hey, da gibt es auch einen Satz, der heißt, ich fliege wie die Zugvögel hinter der Sonne her. So dieses, wenn die Sonne gerade nicht bei dir ist, na, dann such sie halt. Also du schaust, wo sind die Dinge, die mir Freude machen, was zieht mich runter. Also das kann jeder machen in der U-Bahn, wenn er gerade nach Hause fährt, 5 Minuten nachdenken. Okay. Aber unbedingt wirklich leicht hast du es ja nicht selber gemacht. Man hättest ja recht bequem im Radio als Moderator arbeiten können. Und ja. Ich sage jetzt einmal, Musikindustrie ist nicht unbedingt die boomende Branche, wenn man sich CD-Verkäufe anschaut. Ja. Also einen leichten Weg hast du nicht gesucht. Ja, aber es war... Das war... Da habe ich Wasser reichen. Ja, danke schön. Das ist ein bisschen sonnig und warm. Ja, danke. Herrlich. Prost auf Sie, Herr Kollege. Prost, danke schön. Es war einfach klar irgendwann, dass ich beides nicht ausgeht. Eben, ich habe beim Radio moderiert, ich habe Musik gemacht und irgendwann war für mich so der Satz, ich will eigentlich lieber mich im Radio hören, als andere Musik auflegen und die ankündigen. Weil dann war ich immer eifersüchtig, dass der andere jetzt da läuft. Nein, mein Ding ist, ich will selber. Das ist lustig, weißt du, wem ich das auch mal gehört habe? Na? Von André Heller. Ah, der hat ja auch, der ganz mein Vater. André Leblé. Ja. Nein, der hat auch gesagt, es ist ihm auf die Nerven gegangen, ihm im Radio andere anzukündigen, er möchte jetzt selber Interpret sein. Also wenn du es in dir drin hast, dann fühlt es sich ein bisschen komisch an. Ja. Mhm. Und mir hat Spaß gemacht, aber es war dann genug. Ja. Okay. Textzitat, ich lasse die Sonne wieder rein. Hier kann uns niemand unsere Hoffnung klauen.
oder versprich mir, dass du immer weitermachst. Also das klingt alles sehr, wie du schon vorher gesagt hast, sehr hoffnungsvoll. Mhm. Wenn du jetzt nicht gerade einfach die Sonne suchst, woher beziehst du deinen Lebensmut oder was inspiriert dich? Was inspiriert mich? Lebensmut? Gute Frage. Also es ist oft, oft bin ich gar nicht durchgehend immer so mutig und denke mir, ja, schön und Hoffnung und alles wird gut, sondern oft hast du ja selber die Phase, wo du eigentlich denkst, ah, schwierig, wird gar nicht. Und gerade dann schreibt man ja oft solche Texte, um sich selber irgendwie dahin zu driften. Self-fulfilling prophecy. Genau, dass man jeden Morgen aufsteht und sagt, alles wird gut und irgendwann denkt man sich, stimmt. Phönix aus der Asche ist auch ein Thema. Wie gehst du mit Rückschlägen um, wenn es mal nach unten geht? Das muss ja zwangsläufig ab und zu kracht man mal am Boden auch. Puh, also meine erste Strategie war meistens verdrängen. Und ich dachte auch, das ist eine gute Strategie, bis ich irgendwann gemerkt habe, ah, irgendwie wegkriegt man es trotzdem nicht. Dann war der zweite Zugang halt irgendwie ranlassen, sagen, okay, war nicht cool, aber wird schon wieder. War das eine Überwindung für dich, so dieses, du singst ja sehr hochdeutsch? Nehmen wir mal an, das hat einen Grund für einen größeren Markt? Oder nein, das einfach? Eigentlich nicht. Ich meine, ich rede auch eher Hochdeutsch, vielleicht schon so ein bisschen. Singst du echt, oder? Ja, du. Doch, du redest auch Hochdeutsch. Eher. Also ein Deutscher wird lachen. Ja. Und die würden auch lachen, was du jetzt sagst, weil wie ich nach Deutschland mit meiner Musik gegangen bin und gesagt habe, die finden alle, dass das hier, dass das Hochdeutsch ist. Ja. Dann haben wir gesagt, ha, das ist Hochdeutsch. Ja, sehr genau. Gut. Guter Schmäh. Ja, ist alles relativ. Also. Es war eh lustig eine Zeit lang, weil. Manchmal in Österreich war es zu hochdeutsch und in Deutschland war es dann so, das ist österreichisch. Ja, mich halten sie immer für einen Bayer, wenn ich in Deutschland bin. Du bist kein Bayer. Nein, ich bin kein Bayer. Ne? Nein. Ich bin so halb Vorarlberger, halb Wiener. Das ist so das Beste aus beiden Welten. Und Vorarlberg hast du nicht mehr viel. Nein, habe ich nicht mehr viel. Ja. Ja. Aber die Mama ist von dort. Okay. Du warst mit James Blunt oder zum Beispiel auch Revolver Held auf Tour. Ja. Hast das von Falco in ihre Römer gecovert auch noch. Das sind ja dann doch große Nummern, sage ich mal, zumindest James Blunt und Falco sind ja nicht die allerkleinsten. Wird man da ein bisschen eingeschüchtert von so Falco? Großen? Falco kennst du sicher, ja. Du bist die Beziehung von Falco. Ja, ja. I am from Austria, oder? Ja, genau, der. German Koks. Ja. Ob man eingeschüchtert wird? Nein, das sind ja teilweise schon so Riesennamen. So ein Falco, dass du da gar nicht jetzt irgendwie probierst, dich in Relation zu bringen, sondern im besten Fall dir das anschaust und probierst, was daraus zu lernen. Wie haben die das gemacht? Aber das kann auch unglücklich machen. Das habe ich auch gemerkt, wenn man sich immer dann nur mit den nächstgrößeren vergleicht. Also wie ich begonnen habe, Musik zu machen, habe ich geschaut, wer ist in Österreich erfolgreich und dann vergleicht man sich. Dann ist man selber hier, dann schaut man nach Deutschland. Also wenn du immer nur denen nachtigerst, macht es auch nicht happy. Ich habe die Erfahrung gemacht bei so Musikpreisen und Veranstaltungen, dass die ganz großen Stars umgänglicher sind als die mittleren und die kleinen. Ja. Hast du die Erfahrung auch gemacht? Ja. Woran liegt das? Ist das Unsicherheit? Oder? Naja, vielleicht weil die ganz großen sich schon zurücklehnen und sagen, komme was wolle, ja, halt, schau was ich gemacht habe oder einfach so ultimativ schon über den Dingen stehen. Und vielleicht jemand, der noch ein bisschen mehr am Schaufeln und am Suchen ist, unruhiger ist und ja nicht schaut, dass irgendwer links und rechts vorbeischießt, weil dann könnte der ja nach oben kommen. Okay. Charakterfrage, aber solche gibt es, habe ich auch gemerkt. Welchen Tipp würdest du Menschen mit großen Träumen mitgeben, denen Zweifler konsequent sagen, du schaffst das nie, du hast das selber erlebt? Wenn einem jemand sagt, das schaffst du nicht, das wird nichts, was ist der beste Tipp? Also ich würde denen nicht sagen, beweise es denen jetzt und probiere zu deiner Philosophie zu machen, du musst jetzt extra denen, weil viele sagen, jetzt beweise ich es den Zweiflern. Nein, es muss schon in dir nach wie vor drinnen sein. Und wenn es dir taugt und wenn du einfach für dich merkst, es geht nicht anders, ja, das ist einfach die Sache, wenn du die nicht machst, wirst du nicht glücklich werden. Das merkt man dann bei sowas, ja, bei mir was Musik. Dann ziehst du durch. Gibt es irgendwas für dich persönlich, wo du denkst, das würdest du gerne erreichen, aber du traust es da nicht ganz zu? Boah. Oder gibt es irgendwas, was du glaubst, das schaffst auf keinen Fall? Ja. Naja gut, wenn es in Richtung Sport geht, also ich würde nie eine Skischanze runterspringen, weil ich einfach Angst habe zu sterben. Oder halt macht man nicht so gerne. Ne? Nein, das ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Ja? Oder so Dinge. Fallschirmsprung habe ich mal von der Mutter meiner Ex-Freundin geschenkt bekommen und die hat gedacht, das ist eine super Idee. Und ich habe das, also danke an der Stelle auch, aber das... Ich bin halt nicht so ein Typ, ich habe das aufgemacht und bin im Boden versunken. Danke, ich bin total sprachlos, das hat auch gestimmt. Im Endeffekt ist meine Schwester gesprungen
Weil die viel härtere Socke ist bei sowas. Du hast, glaube ich, 4-mal den Matthias schon gekriegt? Fünfmal? Fünfmal mittlerweile? Okay. Naja, ungefähr, so rauf ungefähr, und runter. Ja, ja. Schwankungsbreite, gerade sehen. Wie wichtig sind Preise für einen Künstler? Oder kann man das überhaupt quantifizieren, künstlerisches Schaffen? Also wenn ich jetzt lügen würde und den Standardsatz sage, dann sage ich, das ist ja nicht wichtig, es ist nur ein Preis. Man freut sich aber. Das ist, ja. Ehrlich gesagt, das ist auch vielleicht, wie es inszeniert wird. Dann gibt es diesen Abend, den man den Amadeus kennt, im Volkstheater. Und dann Künste des Jahres und dann steht der Gabalier und Dings. Und man freut sich schon allein, weil man gegen den Gabalier einen Preis gewinnt. Und dann sage ich, ja. Also es wird dann auch so inszeniert und du sitzt in diesem Sessel und insgeheim wünschst du dir schon, dass es was wird. Was für Themen werden beim nächsten Album auf uns warten? Was sind so die Inhalte? I don't know. Also ich bin auf der Suche, bin gerade am Schreiben und hab meine Textbücher schon voll, aber müsste die jetzt mal alle nebeneinander legen und schauen, aha, lustig, mich beschäftigt anscheinend gerade das. Also ich habe schon meine Lieder, aber kann noch. Eben bei Zugvögel ist beim letzten Song irgendwie so die Thematik, die alles verbunden hat, zusammengekommen. Das habe ich jetzt noch nicht, da bin ich gerade schauen. Was kommt zuerst, Texte oder Musik? Oder geht das parallel? Ganz verschieden, du weißt es eh. Also ich habe manchmal zuerst eine Kritzelei und schreibe mir, du bist mein Anker oder habe so eine Idee, über was ich schreiben will. Manchmal habe ich eine schöne Filmmusik, die ich selber gerade komponiere und dann kommt ein Text drauf. Das ist immer verschieden. Okay. Also wenn ich da jetzt in einer Textzeile hinhaue, könntest du damit ein Lied machen? Ja, wenn es keine Scheiß-Textzeile ist, dann schon. Also, mir fällt jetzt eh keine ein, aber... Ich setze jetzt unter Druck. Na gerne, Textzeile zu mir. Okay, also bitte, wer Textzeilen hat für Julian, schicken, ja? Ja. Die Adresse werden wir dann einblenden, die private, samt der Handynummer. Ja, genau, ja. Nein, machen wir nicht. Du, vielen lieben Dank für den Besuch. Danke dir. Sehr aufschlussreich, ich finde, du bist ein sehr sympathischer, gescheiter Mensch. Ich habe mich bemüht, so zu tun, ja. Ist dir gelungen. Danke. Coaster.